Hallo, liebe Pfeifenraucher, Tabakgenießer und verrückte Durchgeknallte aus Loma. Ja, bevor es zu spät ist, auch jetzt hier mein Video zu meinen Eindrücken, zu meinem allerersten Loma, muss ich dazu sagen. Heute mal ohne Pfeife, weil ich will gleich in die Stadt mir ein Schneideprogramm besorgen, damit das hier auch pünktlich alles reinkommt. Ja, wie gesagt, war meine erste Pfeifenmesse und ich kann mich im Endeffekt nur noch an die ganzen vorhergehenden Videos anschließen. Es war hammergeil. Hammer Leute, Hammerwetter, Hammerangebot. Ist der Hammer. Das ist jetzt total bescheuert, aber im Prinzip ist es genau der Eindruck, den ich hatte. Also ich habe endlich mal alle kennenlernen können, die ich jetzt aus Skype und natürlich aus YouTube quasi kenne, vom Hören, Sagen, vom Sehen, natürlich vom, ja, mitunter natürlich auch schreiben, wenn man sich Pröbchen hin und her schickt, aber die Leute mal richtig persönlich zu treffen, ist natürlich eine völlig andere Qualität. Und für mich war ja die erste Prämisse wirklich gar nicht mal so der Tabak und die Pfeife. Klingt jetzt komisch, aber ist wirklich so. Für mich war das Wichtigste erstmal wirklich nur die Leute kennenzulernen. Und wenn das alles gut läuft, also wenn ich ja wirklich davon geflasht bin, was ich im Endeffekt auch war, dann ein paar schöne Tabake wäre nicht schlecht und zu guter Letzt wäre es ja blöd, aus Loma rauszugehen ohne Pfeife und ich habe alles im Prinzip mir erfüllen können, also Mission accomplished. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich werde euch so ein paar Sachen jetzt noch zeigen und ganz am Ende des Videos werde ich auf jeden Fall noch ein paar Fotos anstellen. Ich habe selbst auch ein paar kleine Videos gedreht, die werde ich allerdings nicht mit beifügen. Einfach aus dem Grund, ich war ja schon ziemlich am Anfang mit in der Messe dabei und wollte ursprünglich ja erstmal gucken, so überfliegen und dachte mir, naja, wenn du jetzt filmst und es sind noch nicht ganz so viele Leute da, ist es nicht authentisch genug. Da könnte man vielleicht den Eindruck gewinnen, naja, ist ja vielleicht gar nicht so viel los. Ich hätte es machen sollen, weil nicht ganz eine halbe Stunde später war es so proppenvoll, dass Film kaum noch möglich ist, beziehungsweise kaum noch möglich war. Ich habe ein paar kleine coole Clips gemacht, aber die werde ich dann auch für mich behalten als schöne Erinnerung. Ich packe euch, wie gesagt, Fotos hinten dran. Einige sind doppelt, die habt ihr schon gesehen, aber nichtsdestotrotz, die sind es auf jeden Fall nochmal wert, gezeigt zu werden, einfach weil das ein hammer geiler Tag war und eine super geile Impression. Im Prinzip, ich hatte ja auch viele kleine Gespräche, unter anderem auch, ja, nicht YouTuber, aber jemand, der sich auch unsere Videos anschaut. Und er hat es wunderbar beschrieben mit ein kleines bisschen Paradies für wenige Stunden. Und genau das ist es. Es war familiär, es war einfach nur wunderschön. Und tja, was soll ich sagen? Im Prinzip, ich steige jetzt erstmal mit den Tabaken durch, damit ihr mal einen kleinen Überblick habt. Allen voran, Bierchens Nummer 2 selbstverständlich. Ein fettes Stück Black, sieht klein aus, hat aber ordentlich Gewicht. Freue ich mich schon ganz besonders drauf. Habe ich schon mal eine Probe geraucht. Die Probe war leider schon leicht trocken, aber da freue ich mich besonders drauf. Hat Bierchen quasi für mich reserviert. Dank Tobi hier nochmal ganz großes Dankeschön. Muss ich auch noch vorsagen, bevor ich es vergesse, weil das Ganze ist jetzt relativ ungeplant. Mein Loma hat am Freitag eigentlich schon angefangen. So wer Tobi sein Video verfolgt hat. Ich bin ja schon am Freitag angefahren und habe einen echt coolen Nachmittag-Abend verbracht. Das war so lustig. Also wir haben wirklich den gleichen kaputten Humor. Und da nochmal ganz großes Dankeschön. Nicht nur natürlich für die Unterbringung und die liebevolle Bewirtung, sondern ganz besonders natürlich ja, für, ich sag mal, eine Freundschaft, die sich da jetzt richtig cool entwickelt. Und es war einfach nur hammergeil. Also wie gesagt, du bist auch herzlich immer willkommen. Müssen wir nur absprechen, ist auch kein Thema. So, was habe ich noch geholt? Entsprechend zur 11-jährigen Pfeifenmesse natürlich auch den Elfer Tabak. Den habe ich auf der Messe auch schon verraucht. Ich habe natürlich nur Pfeifen mitgenommen mit kleinen Köpfen. Das war ein bisschen dusselig, aber ich wollte natürlich jetzt die Tabake nicht alle in ihrer vollen Länge rauchen, sondern kleine Proben zum Probieren. Ist ein Casing drinne mit karamelligen Tönen. Vom Geruch her sehr intensiv, allerdings vom Geschmack nur ganz leicht. Und ich lasse mich mal überraschen, wie der in der großen Pfeife kommt. Also da bin ich sehr, sehr neugierig drauf. Auf jeden Fall coole Geschichte. Dann habe ich mir von Tosh Siegerland Tabakke, Tosh, den Henna geholt.
Ist ein Tabak mit Virginia, Oriental, Latakia und einem Hauch Perique. Hier ist wohl, also es gab zwei Latakia-Tabake, die ich zumindest entdeckt habe. Einer mit 4% Latakia, einer mit 2%. Und der hier kam vom Geruch so genial rüber. Musste ich einfach mitnehmen und ich lasse mich überraschen. Also auch vom Preis für 50 Gramm 8,75. Ich denke, da kann man nichts falsch machen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass der schlecht ist. Also der wird bestimmt sehr, sehr lecker sein. Und dann noch von Magne Falco. Ich bin zwar nicht mehr so auf der Aromatenschiene, aber der Duft von diesem Tabak, der hat mich sowas von geflasht, da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und ja, es ging dann schon gegen Ende zu. Ich konnte ja auch nur, wie gesagt, bis ungefähr 1:30 bleiben, weil 4 Stunden Zugfahrt, dann noch mit zweimal umsteigen. Und tatsächlich hatte auch der letzte Verspätung, sodass ich noch eine ganze Weile länger ja, unterwegs war. Ich war dann auch erst gegen 8 Uhr abends dann zu Hause. Wie gesagt, konnte ich den Tabak nicht nochmal probieren, hätte ich gerne vorher noch gemacht, aber ich denke, auch wenn es ein Aromat ist, wenn der nur halb so geil schmeckt, wie der riecht, dann ist es richtig geil. Ich kann es nicht anders beschreiben. Auf jeden Fall den, Moment, mach mal die Brose weg, den Hibiskus. Total geniales Geruchsbild. Also ich kann mich jetzt nicht entsinnen, wie Hibiskus genau riecht. Ist schon zu lange her, aber das ist auf jeden Fall, denke ich, ein gutes Stöffchen. So, natürlich auch an Pfeifen. Ich bin ja bestimmt viermal komplett über alle Stände in aller Ruhe gegangen, zwischendurch auch mal hin und her gewechselt. Und ja, ich habe natürlich die eine oder andere Pfeife gesehen, die ich mir gerne mitgenommen hätte, aber die hätte dann auch meinen Etat gesprengt. Ich habe da eine gesehen, beziehungsweise zwei, das waren Mooreiche Poker. Ich wollte unbedingt eine Poker haben. Wunderschön sandgestrahlt, also auch vom kurzen Mundstück her perfekt. Also wirklich super hammer geil, aber ja, lag dann jenseits der 200er-Grenze und ich habe mir nicht mal so viel mitgenommen. Das war dann überhalb des Etats. Aber ich sag mal, vielleicht irgendwann zu Weihnachten zusammengespart oder so oder zum Geburtstag ist das auf jeden Fall nochmal eine Pfeife, die ich mir holen möchte. Hab dann auch mit dem Pfeifenmacher noch ein paar nette Worte quasi gewechselt. War ziemlich cool. Und hier auch nochmal ganz liebes Hallo an den Frank Stolberg. Wir haben uns super unterhalten. Klar, natürlich auch ein bisschen über Pfeife, aber in erster Linie über Pflege, was ich ganz cool fand. Da wir, ich sag mal, im selben Sektor arbeiten, das war ziemlich cool. Und natürlich auch an die anderen Pfeifenmacher, mit denen ich kurze Worte gewechselt habe. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Nicht mit allen, ja, okay. Es waren so viele von YouTube da. Da habe ich da natürlich so ein bisschen den Vorzug gegeben, weil die Leute kenne ich ja auch auf einer anderen Basis. Und ja. Wie gesagt, die Zeit war im Endeffekt viel zu kurz. Aber um die Pfeife zu zeigen, ich habe hier eine, im Prinzip, ich denke mal, Everest ist jetzt nicht die Marke, aber was ich auch neben einer coolen Poker immer haben wollte, war eine Pfeife, wo noch richtig Borke dran ist. Und ich mag ja ein bisschen mehr die filigranen Shapes. Und an dem einen Krabbeltisch, wo auch Tobi seine zwei Pfeifen geholt hat, gab es tatsächlich zwei Piepen mit Borke. Also gesehen hatte ich nur eine und die war leider Ofi. Ich meine, ich rauche zwar auch ab und zu Ofi, aber zu selten, als dass ich mir da jetzt noch eine Pfeife zulegen möchte, weil ich habe mittlerweile 4 Stück Ofi und reicht eigentlich auch. Und der Trader, also der Händler, hatte tatsächlich noch eine mit 6 mm, was ziemlich genial ist, weil die ist von ihrer Schmale fast identisch mit der ohne Filter. Und ja, sieht einfach nur schick und genial aus. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Die Maserung ist jetzt nicht übertrieben besonders, aber insgesamt finde ich halt sehr, sehr schick. Wie gesagt, super schlanker Holm. Für 6 mm ausgelegt, von der Bohrung. Eigentlich total perfekt. Was heißt eigentlich? Die ist richtig klasse. Und na gut, wie gesagt, das Mundstück muss man in eine Richtung haben, aber ich sag mal, mit der schönen Borke, neu auf jeden Fall, für 35 Tacken, das ist nix. Das ist Hammer, und ich denke, die wird sich richtig genial rauchen. Werde ich heute Abend nach dem Dienst auf jeden Fall mir mal schmecken lassen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Danke noch für die Proben, die ich bekommen habe. Und ja, es war so viel. Wie gesagt, ich müsste mir jetzt eigentlich hier ein Skript hinpacken, um wirklich gar nichts zu vergessen. Aber mir ist jetzt wichtiger, dass ich einfach meine Impressionen gegeben habe und dass ich jetzt gleich in die Stadt schweigen kann, weil ja, von der Uhrzeit haue ich es hin. Kaufe ich mir fix ein günstiges Schneideprogramm und dann kommt hoffentlich heute Abend noch das Video online, spätestens allerdings morgen am Dienstag. Und ja, alles klar. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch ja, einen guten Start in die Woche und
Wir haben ja gestern schon wieder geskypt und es war ja saulustig. Wie gesagt, wer noch nicht dabei ist, einfach mal reinschauen. Skype in der Runde ist jetzt noch lockerer, noch chilliger geworden. Einfach nur der Oberhammer. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.